Jo, servus und willkommen zu einer neuen Folge von der KFC-STG-Karriere in FIFA 19 mit dem KFC Uerdingen. Wir beginnen die zweite Saison heute und die Folge wird wahrscheinlich nicht gerade lang sein, einfach weil ich ein bisschen auf die Transfervorschläge philosophieren möchte. Es gab da so ein paar Namen, die genannt wurden. Natürlich gab es auch die Diskussion um die Spiele, die ich ja gerne spielen möchte. Wir haben zu Beginn den MSV Duisburg, dann geht's weiter mit Düsseldorf. Der FC Augsburg kommt danach, dann kommt Halle im DFB-Pokal und dann geht's weiter nach Bochum. Also starker Beginn, den wir da haben, also schwierige Aufgaben, die uns erwarten. Und da möchte ich heute natürlich auch ein bisschen drüber philosophieren. Genauso wie wir heute auch in die Saison reinstarten werden. Die Vorbereitung logischerweise mit dem Vorbereitungsturnier, wo wir noch ein bisschen Geld machen können. Und das Training werde ich gleich auch noch aufstellen. Wir sehen hier noch ein bisschen Real Madrid, die Champions League gewonnen haben. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich das gezeigt habe in der letzten Folge. Jedenfalls Real Madrid hat die CL gewonnen gegen Paris Saint-Germain. Ich glaube, das habe ich gezeigt. Ich erinnere mich so langsam wieder, ja. Natürlich habe ich auch gesagt, dass der KSC die Relegation wieder mal nicht geschafft hat. Und das waren so die Sachen aus der letzten Folge. Mit uns aufgestiegen ist der SVW in Wiesbaden. Heidenheim hat die Relegation ja bekanntlich gegen den KSC geschafft. Bleibt also in der zweiten Liga erhalten. Düsseldorf ist abgestiegen, der FC Augsburg ist abgestiegen. Und der erste FC Nürnberg ist abgestiegen aus der Bundesliga heraus. Und das ist so ein kleiner Überblick über die Vereine aus der zweiten Liga. Unsere Gegner in dieser Saison. Natürlich das Ziel vom Vorstand, wir sollen im Mittelfeldplatz belegen. Das sollte, denke ich, machbar sein, vor allem je nachdem, was wir gleich noch so einkaufen werden, beziehungsweise eher in der nächsten Folge, beziehungsweise eher in der übernächsten Folge. Also das kann noch ein bisschen dauern, aber nun ja, wir beginnen dann mal. Und so sieht für den Anfang die Trainingseinheit aus. Klein möchte ich dann hochtrainieren, einfach weil er der größere Torwart von den Nachwuchstorhütern ist. Natürlich weiß ich, dass Böhm vor kurzem erst hochgezogen wurde, aber da ist mir dann erst später aufgefallen, dass er gerade mal 1,80 groß ist und so ein Torwart, der muss auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Sprungkraft sein. Also ein bisschen zu klein für mich, der Böhm im Tor. Deswegen gehe ich einfach auf Nummer sicher und trainiere den Kleinen nochmal hoch. Und das dürfte, denke ich, auch nicht so lange dauern. Ansonsten Baku, ja, der braucht noch ein bisschen. Huber möchte ich ja als neuen Zehner aufbauen, so als Nachfolger für Patrick Flücke. Schuster, einfach weil er talentiert ist. Und Wagnermann, weil ich ihn einfach noch ein bisschen mehr aufbauen möchte, weil er noch ein bisschen defensive Defizite hat und da könnte noch ein bisschen, Training gebrauchen. Und hier ist die Einladung zu einem Vorbereitungsturnier. Natürlich nehmen wir das an, weil das für uns einfach, eine Menge Geld sein könnte. Verhältnismäßig natürlich. Natürlich nehmen wir das mit dem meisten Geld. Gehen dann nach Niederlande, also direkt in unser Nachbarland. Ist ja auch direkt um die Ecke, wenn man das so sehen möchte. Einfach die A40 runter nach Venlo. Whatever. Denke mal, viele, die aus dieser Ecke kommen, die wissen ganz genau, was ich gerade eben gemeint habe. Charlton Athletic in unserer Gruppe, dann haben wir da Kilmarnock, glaube ich, ist es. Also schottischer Verein und FC Groningen. In der anderen Gruppe die Grasshopper Zürich, Fortuna Sittard, Heracles Almelo und Udi Almeria. Dorda hat den Verein verlassen, ist ja bekanntlich nach Beijing Huan gegangen und damit ist er dann nach China gewechselt. Oh, eine Nachricht, die neu in FIFA 19 ist. Das habe ich, glaube ich, angesprochen. Ich habe eher damit gerechnet, dass die in der letzten Saison noch kommt, aber es scheint anders zu sein. Da bin ich ja mal gespannt, was dann mit Gladbach passiert, weil da bin ich ja jetzt auch ungefähr bei einer ähnlichen Situation. Ich weiß auch mittlerweile das Transferbudget. Also, ich bin da sehr gespannt auf die Folge morgen, ganz ehrlich. Also, die möchte ich euch gerne ans Herz legen, wenn ihr dann mal auf das Transferbudget gucken möchtet. Jedenfalls, wir freuen uns, dass sie eine weitere Saison für uns tätig sind. Angesichts ihrer Leistung in der letzten Saison und der erzielten Einsparungen hat der Vorstand beschlossen, das diesjährige Transferbudget des Vereins um 1,9 Millionen zu erhöhen. Ihnen stehen somit insgesamt ein Transferbudget von 5,6 Millionen zur Verfügung. Wir hoffen, dass sie es optimal zur Kaderverbesserung einsetzen. Ich möchte sie daran erinnern, dass weniger wichtige Vorstandsfinanzerwartungen, was ein Wort, zusätzliche Mittel in jeder Saison und aus jedem Spielerverkauf bedeuten. Sie sollten die Finanzziele daher beachten und erfüllen, um den Vorstand bei Laune zu halten. Mit freundlichen Grüßen, Uerdingen, Geschäftsführer. Auch interessant. Finde ich eigentlich eine ganz gute Neuerung, weil man so, ja, die Möglichkeit hat, mehr Geld zu bekommen. Und früher war das ja möglich. In FIFA 17 dürfte es noch drin gewesen sein, dass man dem Vorstand nach mehr Budget fragen konnte. Das heißt, man konnte neue Ziele setzen und dadurch halt mehr Geld vom Vorstand bekommen. Was ja in FIFA 18 meiner Meinung nach auch irgendwo gefehlt hat, weil wenn du eine bessere Saison gespielt hast, als eigentlich gefordert wurde, dann hättest du ja eigentlich die Ziele erhöhen können. Ist ja beim Football Manager von Sega, glaube ich, auch der Fall, wo man das machen kann. Ich glaube, bei EA ging das auch irgendwo, glaube ich, bin mir da nicht sicher, aber bei
dem Sega FM geht das auf jeden Fall, das weiß ich. Und das ist halt einfach ein Ding, wo man sagen kann, das muss ins Spiel rein, ganz ehrlich. Aber wie dem auch sei, es ist mittlerweile so drin, ich finde es eigentlich ganz gut, weil man so halt auch sehen kann, dass da etwas dazugekommen ist. Vom, ja, zum Transferbudget von der letzten Saison, wo man halt Geld eingespart hat, wo ja immer dieser Text steht, wenn du hier einen Spieler verkaufst, dass du von dem Verkauften so und so viel Geld bekommst und das auf das nächste Transferbudget draufgerechnet wird. Das finde ich sehr gut und man kann endlich einsehen, dass es auch so ist. Das wollte ich kurz gesagt haben. Vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber so ist es halt jetzt mittlerweile und ich finde es gut. Nebenbei bekommen wir ein Transferangebot für Christopher Schorsch, 500.000 von Akihisa Spor aus der Türkei. Aber da Christopher Schorsch unser drittbester Innenverteidiger ist, also mehr oder weniger Backup, möchte ich ihn nicht verkaufen. Könnte nämlich noch wichtig in diesem Jahr werden. Natürlich habe ich ja in der letzten Folge da angesprochen, dass wir uns auf dem rechten Mittelfeld noch ein bisschen verstärken wollen. Natürlich können wir das auch anders machen. Wir können es auch auf der linken Seite verstärken. Wir ziehen Baku auf die rechte Seite. Das würde auch gehen. Aber so an sich wird erstmal Çamoğlu genannt. Ich weiß, dass das KSC-Fans sind, die mir das geschrieben haben. Ist aber, denke ich, sehr nachvollziehbar auch irgendwo. Ist auch an sich sehr realistisch, wie ich finde, weil der KSC ja nicht aufgestiegen ist. Natürlich wollen dann die ein oder anderen Spieler dann weg, ist klar. Macht auch irgendwo Sinn. Das Potenzial stört mich aber so ein bisschen. Es ist nämlich bei 74, müsste es sein. Ist zwar ganz ordentlich, würde uns aber halt nicht so krass weiterhelfen. Könnte man trotzdem überlegen. Natürlich gibt es hier noch andere Kandidaten, die man nehmen könnte. Was man halt noch sagen muss zu Çamoğlu, er kann Rechtsverteidiger spielen. Das heißt, er kann die ganze rechte Seite bedienen, was natürlich auch seine Vorteile hat. In FIFA 18 konnte er sogar noch 10er spielen. Kann er hier mittlerweile nicht mehr, was ich ein bisschen schade finde. Aber an sich keine schlechte Option, wie ich finde. Und natürlich dann noch die andere Frage, Rechtsverteidiger. Also Jordan Bayer fällt meiner Meinung nach raus, weil er einfach bei uns schon in der Gladbach-Karriere halt da ist und ich sogar teilweise mit ihm spiele. Das möchte ich an sich nicht, weil Abwechslung muss halt auch drin sein. Ich finde da zum Beispiel einen Aster, finde ich sehr interessant. Gamni wurde noch genannt, der fehlt jetzt hier auf der Liste, finde ich auch bei Gladbach sehr interessant, nur da macht es jetzt nicht so viel Sinn. Hier macht es eigentlich Sinn, weil ich hier nicht so sehr auf den Realismus achte, weswegen sogar ein Wagnermann gekommen ist, zum Beispiel. Und da könnte man wahrscheinlich eher darüber nachdenken. Ansonsten natürlich, Gamni vielleicht sehr interessant. Und Aster ist, denke ich, auch sehr interessant. Natürlich, wenn ihr Vorschläge haben solltet, dann packt sie in die Kommentare rein. Ich gucke mir das definitiv an und werde wahrscheinlich entweder selber reagieren oder eine Umfrage machen. Je nachdem, was findet ihr besser, schreibt es auch in die Kommentare. Umfrage oder, ja, ihr entscheidet das mehr oder weniger. Da möchte ich schon drauf achten. Schließlich möchte ich halt auch irgendwo die Zuschauer bzw. die Community mit einbeziehen, weil es halt auch eine Karriere für euch ist, mehr oder weniger. Und deshalb ist es mir eigentlich sehr wichtig. Erstes Spiel im Vorbereitungsturnier gegen Kilmarnock. Und wir haben ein bisschen durchrotiert natürlich, weil es gehört sich einfach. Wagner mal mit dem 1:0 nach 18 Minuten. McKenzie, keine Ahnung, hat gemeckert oder so. Sieht gelb. Scheint wohl ein sehr kritisches Tor gewesen zu sein. Aigner erhöht auf 2:0. McKenzie mit dem Anschlusstreffer. Hoffen wir einfach mal, dass es so zum Sieg reicht. Hajibait 3:1. Und damit gewinnen wir das erste Spiel. Das zweite Spiel gegen Groningen und wir rotieren natürlich wieder durch. Klein zum Beispiel spielt, weil er danach gefragt hatte. Dann Erb in der Innenverteidigung. Ansonsten noch Beister und Dörfler. Und wir liegen hinten durch Doan. Aber Beister gleich 4 Minuten später wieder aus. Ansonsten hat Kramer auf der anderen Seite gelb gesehen und fliegt jetzt vom Platz. Damit sind wir in Überzahl. Heißt aber in der Simulation nicht so viel. Großkreuz erhöht, beziehungsweise dreht die Partie auf 2:1 und wir gewinnen. Danach bekommen wir ein Transferangebot für Makana Baku. 1,7 Millionen Euro von Düsseldorf. Direkter Liga-Konkurrent. Außerdem, warum sollten wir den jetzt verkaufen? Macht also nicht so viel Sinn. Behalten wir weiterhin erstmal und lehnen wir ab. Dann bekommen wir ein Leihangebot für Johannes Dörfler von Rizespor, was wir wahrscheinlich sogar annehmen werden, weil er einfach bei uns nicht so viel Spielzeit bekommen wird. Zumal wir noch einen weiteren Flügelspieler holen werden wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich also nicht so viel spielen bei uns. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das werden wir jetzt erstmal annehmen. Dann bekommen wir ein Angebot für Tanju Öztürk. 300.000 Euro von Heybei CFFC. Auch chinesischer Verein müsste das sein. Ich glaube, da haben wir schon mal ein Angebot von bekommen. Ja, genau, daran kann ich mich erinnern. China Fortune Football Club. Öztürk ist jetzt bei mir nicht so gefragt. Beziehungsweise könnte man abgeben, muss man nicht. Könnte man abgeben, muss man vielleicht nicht. Aber vielleicht am Ende doch. Ich weiß es nicht. Ich werde das erstmal so stehen lassen, denn das nächste Spiel ist direkt vor der Tür. Und das wird auch das letzte in dieser Folge sein erstmal. Damit ich dann nochmal ein bisschen auf die Kommentare achten kann und nochmal ein bisschen nachdenken kann.
Spieltag 3 im Vorbereitungsturnier gegen Charlton Athletic. Englischer Zweit- oder Drittligist, je nachdem, wo auch immer sie gerade sind. Konrad sieht gelb. Erste halbe Stunde ohne Ereignis so wirklich. Erste Halbzeit generell ohne Tor. Normalerweise dürfen wir aber auch bei einem Unentschieden durch sein und damit im Halbfinale stehen. Und das Spiel läuft einfach vor sich hin. Schorsch sieht noch gelb und wir bleiben bei einem 0:0, sind damit weiter. Dürften sogar Erster sein, weil kein anderer uns einholen konnte, denke ich, mit diesem Unentschieden. Und kriegen damit wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld dazu. Wir bekommen ein weiteres Angebot für Tanju Öztürk, diesmal von Uni Concepcion. 310.000 Euro. Und ja, da habe ich gerade eben schon was zu gesagt. Wir bekommen nochmal 550.000 Euro für das Erreichen des Halbfinales dazu. Treffen in der nächsten Folge auf Fortuna Sittard. Und unser aktuelles Budget beträgt gerade 5,2 Millionen Euro. Damit kann man bestimmt was anfangen. Mal gucken. Jedenfalls warte ich erstmal ab, was die Kommentare dazu sagen. Und damit gucken wir nochmal auf das Halbfinale des European International Cups, wo wir auf Sittard treffen und Almeria auf Groningen. Gleichzeitig war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Lasst natürlich einen Kommentar da, wenn ihr was zur Transfersituation sagen wollt. Ich werde mir natürlich alles durchlesen und gegebenenfalls darauf antworten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, werde ich auch darauf antworten, sofern sie nicht zu privat sind oder so. Kann ja mal passieren, wer weiß. Und ja, das war's, denke ich. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder mit der BMG-Karriere oder erst in 2 Tagen wieder dann am Donnerstag mit der KFC-Karriere, wo wir dann weiter in der Vorbereitung gehen. Erstes Spiel wird wahrscheinlich eher am Samstag da sein, also da habe ich heute übrigens gar nichts zu gesagt, also da werde ich dann wahrscheinlich eher in der nächsten Folge bearbeiten, das Thema. Wird wahrscheinlich aber auch nicht lange dauern. Jedenfalls war es das jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.